Also ist ja klar, wir haben eine super Mannschaft. Das heißt, unsere Mannschaft ist auch das Sprichwort. Das ist, wenn wir richtig gut zusammenspielen, dann können wir was Großes erreichen. Spielen wir individuell, dann haben wir nicht die Stärken wie andere Mannschaften zum Beispiel. Ja, man kann sagen wie Deutschland oder wie Frankreich oder Spanien zurzeit. Also wir sind abhängig von jedem Spieler, das Maximum spielen soll. Und das hat geklappt bei der EM in 8 in Norwegen. Und ich hoffe auch und glaube auch, dass es wieder klappen wird hier unten in Österreich. Wir passen unglaublich gut zusammen. Ich meine, wir haben eine gute Mischung von jungen Spielern, alten Spielern, Spielern, die viel Routine haben, vieles erlebt haben, auch viel gewonnen hat. Und ja, eine super Mischung von mehreren Persönlichkeiten auch. Wir haben Leute, die nur für Abwehr spezialisiert sind. Wir haben Spieler, die im Angriff unglaublich wichtig sind für uns. Das heißt, wir haben eine super Mischung. Und ich glaube, wenn all das auf den Punkt kommen kann gleichzeitig, ja, dann sind wir schwer zu schlagen. Weil wir spielen sehr, sehr attraktiv. Ich glaube, wir spielen sehr stark in unserer Abwehr normalerweise, haben super Torleute und dann haben wir immer eine schnelle Bewegung im ersten und zweiten Welle im Gegenstoß. Und ich glaube, das ist da, wo wir immer viele einfache und leichte Tore kriegen. Und das ist natürlich unser Vorteil. Da müssen wir nicht so um jeden Ball kämpfen in unserem Angriff. Aber ich bin selber gespannt. Ich bin echt gespannt, wie wir abschneiden, wie wir stehen. Weil optimal vorbereitet sind wir schon und werden wir auch alle sein, sodass wir von Anfang an dabei sein wird im Turnier. Und ja, wir haben ja schon einen Kracher im ersten Spiel, Österreich in Österreich. Das wird schon ein Highlight natürlich, ne? Und die sind natürlich Underdogs, eine Mannschaft, denen wir schlagen müssen und auch werden. Aber in eigener Halle kann alles passieren. So, wir sind schon von erster Minute unter Druck. In unserer Gruppe haben wir, wie gesagt, das erste Spiel spielen wir gegen Österreich in Österreich. Das wird natürlich ein hartes Spiel, aber ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Dann haben wir Island. Gegen Island spielen wir immer. Ich glaube, entweder, egal was für ein Turnier wir gerade hatten, haben wir immer gegen Island gespielt. So, das ist ein Gegner, den wir gut kennen und die uns auch gut kennt. Und das ist immer sehr, sehr enge Spiele, die plus minus ein oder zwei Tore zu einer Seite geht. Die waren natürlich die große Überraschung bei der Olympiade. Aber eine Mannschaft, ich glaube, wenn wir richtig gut spielen, müssen wir die auch schlagen. Dann haben wir Serbien. Serbien ist eine Mannschaft, da weißt du nie, was passieren kann. Also, die können unglaublich attraktiven, guten Handball spielen. Kannst du die von Anfang an knacken, dann hast du auch eine gute Möglichkeit, ein gutes Ergebnis zu kriegen. Wir werden alles darauf setzen, dass wir dahin gehen, um die drei Spiele zu gewinnen. Und dann ist das natürlich gut, dann sieht das auch gut aus für die nächste Runde. Und ja, muss man sehen. Wir lassen uns überraschen und gehen voll zur Sache ran von Anfang an.